Der 500. Stadtgeburtstag von Marienberg steht auch heute nochmal im Mittelpunkt in unserer Sendung. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe von Megional, Ihre tägliche Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Wir haben schon wieder Mittwoch, genauer den 28. April 2021. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir für Sie mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Gestern vor 500 Jahren wurde Marienberg gegründet. Ein Anlass, das groß gefeiert werden muss. Aber da gibt es einen Virus, der sämtliche ursprüngliche Pläne durcheinander gebracht hat. Marienberger und Gäste sollen nun im nächsten Jahr groß feiern können, wenn hoffentlich nichts dazwischen kommt. Aber der 500. Stadtgeburtstag ist nun mal in diesem Jahr und deshalb wurden die Feierlichkeiten dem Rahmen der aktuellen Möglichkeiten angepasst. Passend zu einer Bergstadt und passend zur Entstehung der Stadt fand gestern Abend in der Stadtkirche St. Marien ein festlicher Berggottesdienst statt. Sehen Sie hier einige Ausschnitte aus dem Gottesdienst. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Berggottesdienst anlässlich des 500-jährigen Stadtjubiläums von Marienberg hier in St. Marien. Was für ein tolles Jubiläum. Was für ein toller Anlass zum Feiern. Man kann es eigentlich kaum fassen, so ein besonderes Jubiläum miterleben zu dürfen. Es ist nicht nur ein Anlass, um zu feiern, sondern auch, um nachzudenken. Ein Anlass zum Erinnern an die Stadtgeschichte und auch ein Anlass für einen Blick in die Zukunft. Das Feiern und das würdige Begehen unseres tollen Stadtgeburtstages ist in unserem Festjahr bekannterweise nicht möglich. Wir haben uns entscheiden müssen, die Feierlichkeiten ins Jahr 2022 zu verschieben. Der Blick auf die Pandemieentwicklung jetzt hat uns zu dieser schweren Entscheidung von Anfang Januar Recht gegeben. Mit großer Angst habe ich zudem auf die Bundesnotbremse geblickt, weil diese Entscheidung hätte auch das Aus für diesen Festgottesdienst bedeuten können. Die Geschichte unserer Bergstadt ist durch glanzvolle Blütezeiten ebenso wie durch Phasen des wirtschaftlichen Niedergangs gekennzeichnet. Es gab schwerere Zeiten, die mit Hungersnöten, Epidemien, wiederholten Stadtbränden und auch mit Bevölkerungsverlusten einhergingen. Zeitzeugen davon sind in unserer Stadt noch teilweise sichtbar sowie erhalten und diese Denkmale sollen an diese schweren Zeiten natürlich erinnern. Heute zu diesem Festgottesdienst, zum 500. Stadtjubiläum unserer Bergstadt Marienberg, möchte ich mit Ihnen etwas in die Historie blicken. Die letzten beiden archivalisch fassbaren Säkularfeiern 1821 und 1921 fanden nicht in politisch-wirtschaftlichen Blütezeiten statt. Diese Feiern waren geprägt von großer Not und Hilfe für Arme. Für die Predigt hören wir auf einige Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus trat in die Mitte des Areopag und sagte: Athener, für alles Göttliche seid ihr, wie ich sehe, beispielhaft aufgeschlossen. Denn als ich durch eure Stadt streifte und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das will ich euch jetzt verkündigen. Der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat, ist der Herr des Himmels und der Erde. Musik.
Der Herr sei vor euch, um euch den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei hinter euch, um euch zu behüten. Der Herr sei neben euch, um euch zu begleiten. Der Herr sei unter euch, um euch zu tragen. Der Herr sei über euch, um euch zu beschirmen. Der Herr sei um euch herum, damit ihr in seiner Liebe ganz geborgen seid. Dazu segne euch und behüte euch. Es halte seine schützende Hand über euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in Gottes Frieden. Längere Ausschnitte zeigen wir Ihnen auch in unserem Wochenrückblick ab kommenden Samstag. Wer den Berggottesdienst in voller Länge sehen möchte, hat heute Abend um 19 Uhr hier im Programm des MEF die Gelegenheit. Dafür entfällt die Megionalzeit um 19.30 Uhr. Neues digitales Angebot. Online-arbeitssuchend melden und ein erstes Beratungsgespräch vereinbaren. Wer sich bei der Agentur für Arbeit Anna Berg-Buchholz arbeitssuchend melden will, muss das nicht mehr über Telefon, sondern kann rund um die Uhr am heimischen PC oder mit dem Smartphone die Arbeitssuchendmeldung und gegebenenfalls den Antrag auf Arbeitslosengeld erledigen. Neu dabei ist, dass man im Anschluss an die Arbeitssuchendmeldung sofort einen Termin für ein erstes Beratungsgespräch online buchen kann. Ab dem 1. Mai hält nun dieser Service in den Geschäftsstellen Marienberg und Stolberg Einzug. Fast völlig untergegangen ist heute der Tag des Lärms. Und wenn wir uns auf das Thema konzentrieren, stellen wir fest, es ist immer noch zu laut. Das meldet das Statistische Bundesamt. Mit der Corona-Pandemie hat sich unsere Geräuschumgebung verändert. Während vorher der Verkehrslärm oder die Belästigung durch abendliche Veranstaltungen im Mittelpunkt standen, stören im Homeoffice plötzlich auch andere Geräusche, wie zum Beispiel Baulärm oder der Lärm aus der Nachbarschaft. Unabhängig von der Pandemie beschäftigen die Menschen in Sachsen zunehmend tiefe, brummende Lärmfrequenzen, wie sie zum Beispiel von Windkraftanlagen oder Wärmepumpen ausgehen können. Schon sind wir im Serviceteil angekommen, liebe Zuschauer. Wir haben den Wetterbericht für Sie vorbereitet und auch einen Hinweis der Polizei. Doch jetzt möchten wir Ihnen einen Einkaufshinweis, den die Kollegen unserer Serviceredaktion zusammengestellt haben, ebenfalls nicht vorenthalten. Die DVG Gesund Kostwerk Deutschland GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Schneekoppel Bio Basis Müsli 5 Korn Mix. Der Artikel wurde bundesweit in Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd angeboten. Grund für den Rückruf: Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Untersuchung Ethylenoxidrückstände im Sesamsamen nachgewiesen. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Zu den Produktdetails. Betroffen ist der Artikel Schneekoppe Biobasis Müsli 5 Kornmix in der 750 Gramm Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.09.2021.
Andere Mindesthaltbarkeitsdaten, andere Produkte sowie andere Artikel der Firma DVG Gesundkostwerk Deutschland GmbH sind nicht betroffen. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Aldi-Filialen zurückgeben. Gleich blicken wir auf das Wetter von morgen und die kommenden Tage. Doch vorher haben wir noch einen Hinweis der Polizei für Sie. Polizei warnt. Wieder Telefonbetrüger aktiv. Die Polizei erreichten in den letzten Tagen insgesamt 6 Meldungen, dass Telefonbetrüger im Stadtgebiet aktiv sind. Dabei bedienten sie sich der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs. Den Angerufenen wurden jeweils medizinische Notlagen von angeblichen Verwandten suggeriert. Nach Schilderung der Szenarien, wie beispielsweise Krankenhausaufenthalte aufgrund einer Covid-19-Infektion, verlangten die Betrüger von den Betroffenen teils mehrere tausend Euro für vermeintliche Behandlungen. Die lebensälteren Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und übergaben kein Geld. Die Polizei warnt erneut eindringlich. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie bei Ihren Verwandten nach, ob sich das Geschilderte tatsächlich zugetragen hat. Beenden Sie umgehend derartige Telefonate. Ziehen Sie bei Zweifel Angehörige oder Vertrauenspersonen hinzu und informieren Sie die Polizei. Die erste Wochenhälfte war doch, was das Wetter angeht, gar nicht mal so schlecht. So langsam rückt auch das Wochenende in unser Blickfeld. Und da geht die Frage an Tobias Körner im Regionalwetterstudio. Wie sind denn die Aussichten für die nächsten Tage? Also heute war ein Tag, an den hätte man sich ganz locker gewöhnen können, zumindest wenn man auf das Wetter blickt. Sehr angenehme Temperaturen und Sonne waren die Grundbausteine für einen tollen Frühlingstag. Heute Abend und in der Nacht zieht der Himmel über unserem Sendegebiet zu. Von den Sternen und dem Supermond ist später nichts mehr zu sehen. Trotz des Wolkenaufgebotes wird es aber trocken bleiben. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 40%. Die Wolkendecke sorgt aber auch dafür, dass es in den Nachtstunden nicht so abkühlt. In Obernhau-Grüntal an der Seigerhütte zeigt das Thermometer zwischen 7 und 9 Grad an. In Marienberg am Bergmagazin gibt es zwischen 6 und 8 Grad. Und die Chopauer können sich in der MZ-Stadt an den Anlagen sogar auf zweistellige Werte einstellen. Hier gibt es 7 bis sogar 12 Grad. Der Wind weht dabei leicht mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Morgen am Donnerstag haben wir es dann schon von früh ab mit vielen Wolken zu tun. Der Himmel ist nahezu bedeckt und im Tagesverlauf wird das auch so bleiben. Trotzdem wird es nicht regnen. Das Niederschlagsrisiko liegt gerade mal bei 10%. Die Sonne beteiligt sich mit bis zu 2 Sonnenstunden am Wettergeschehen. Wolkig ist dann die Nacht. Tja, und auch wenn die Sonne morgen auf Sparflamme arbeitet, wird es dennoch angenehm warm. In Pfaffroda-Schönfeld werden Werte von 8 bis 15 Grad erwartet. In Wolkenstein rund um den Markt klettert das Quecksilber auf 9 bis 16 Grad. Und in Dogorn, also in Gorna am Rathaus, gibt es zwischen 10 und 17 Grad. Einzig der Wind fungiert als Spaßbremse, denn er bläst stark böig mit bis zu 52 km pro Stunde aus Westen. Ja, liebe Zuschauer, das war's dann auch mit den milden Temperaturen. Kaltluft kommt hereingezogen und das bekommen wir in den folgenden Tagen zu spüren. Hier ist der Ausblick auf das anstehende Wochenende. Vorher kommt aber der Hexenfeuer-Freitag. Da zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt, mit dabei sind aber auch sonnige Momente. Regen spielt tagsüber keine Rolle, erst in der Nacht. Mit 5 bis 12 Grad wird es wieder etwas kälter und der Wind weht dann leicht aus Osten. Am Samstag spielt dann im Gegenzug der Regen die Hauptrolle. Die Sonne hat dann keine Anteile. Der Himmel ist demnach bedeckt und bei 6 bis 13 Grad weht der Wind leicht aus Südosten. Wie das dann so weitergeht, also den genaueren Blick auf das anstehende Wochenende, gibt es dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Zurück zu dir, Thorsten. Und hast du uns denn ein paar Mondbilder mitgebracht? Ja, das habe ich. Diese kommen auch gleich. Doch dir zunächst erstmal vielen Dank für die Wetteraussichten. Liebe Zuschauer, und wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angekommen.
Das war der Mittwoch bei Megional. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter den Adressen www.mef-line.de oder auch auf www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. An dieser Stelle auch nochmal der Programmhinweis auf die Ausstrahlung des Berggottesdienstes anlässlich des 500. Stadtgeburtstags von Marienberg. Heute um 19 Uhr hier im Programm des MEF. Bevor wir Ihnen zum Schluss gleich Impressionen vom Supermond und Abendbilder aus Marienberg zeigen, die uns Jonas Völkel zur Verfügung gestellt hat, vielen Dank dafür, verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut und bis morgen.